herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Engels Kitchen. Heute zeige ich euch, wie man eine Pokeball macht. Das habe ich in einem meiner letzten Videos mal versprochen. Das ist schon ein paar Videos her, aber jetzt kommt das. Jetzt fangen wir direkt mit den Zutaten an. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass Pokeballs sehr gute Meal Prep Bowls sind. Und ich mache jetzt eine große Portion, die ich dann auf 2 Tage aufteile. Und dafür brauchen wir, ich weiß nicht, glaube ich, die Grammzahlen jetzt zusammenkriegen, aber 100 Gramm Sushi-Reis, Reis, Essig, Zucker und Salz für eben den Sushi-Reis. Das erkläre ich euch aber auch gleich, wie das geht. Ansonsten 150 Gramm Erbsen, 150 Gramm Süßkartoffel, eine Zucchini. Von den Ananas nehme ich 100 Gramm, ein so ein Rote-Bete-Ding, 125 Gramm Thunfischsteak und 125 Gramm Lachsfilet. Ansonsten braucht ihr für die Soße Peanut Butter, Limetten, Saft und der Soße. Falls ihr so wie ich relativ häufig vergesst, den Fisch aufzutauen, könnt ihr ihn auch einfach in warmes, nicht heißes Wasser legen. Ja, so taut er halt einfach schneller auf. Normal auftauen ist selbstverständlich besser, aber falls ihr mal in die Situation kommt, geht das auch. Machen wir Sudels. Dafür braucht ihr allerdings einen Spiralschneider. Gibt es aber bei Amazon. Ich verlinke ihn mal in meiner Beschreibung. Ist ein Affiliate-Link. Also, ihr wisst Bescheid. Ansonsten könnt ihr natürlich auch Stückchen schneiden. Da Niklas der Meinung ist, dass er das deutlich besser kann als ich, macht er das jetzt. Ja, zumindest kannst du das schon deutlich schneller als ich und das sieht auch irgendwie eleganter aus. Ja, ich bin stolz. Braucht ihr erstmal, also ich nehme ja 100 Gramm, die tut ihr dann in den Topf und Sushi-Reis, zumindest der von Reishunger, wird 1 zu 1,5 zubereitet, das heißt 100 Gramm. Reis werden dann 150 Gramm Wasser. So, und ich habe jetzt 100 Gramm schon mal in einen Topf gefüllt, das waschen wir jetzt aber. Dafür null ich das jetzt auf der Waage, dann habe ich 0 Gramm. Dann wird das Ganze gewaschen und danach kann ich einfach 150 Milliliter Wasser dazu tun. Ich hoffe, das war verständlich. Viel Wasser dazu tun, dass es 150 Milliliter sind. Weil mit dem Waschen kommt ja auch schon Wasser rein. Während ich den Reis gerade wasche, machen wir schon mal einen Topf für die Süßkartoffeln heiß. Gar nicht schön. Bruh. Nein! Nein! Egal, es waren nur noch 20 Milliliter. Perfekt. Wundert euch nicht, die Erbsen kommen jetzt in einen Riesentopf, weil ich nur 2 kleine habe. So, die machen wir auch nur kurz warm, damit die nicht mehr gefroren sind. Und der Reis soll jetzt ungefähr 20 Minuten kochen. Den Fisch würze ich übrigens nur mit Salz, weil die Bowl hat schon so viel Geschmack, da muss man nicht mehr viel machen. Wasser der Süßkartoffel lasst ihr einfach und macht dort die Sudels. Die brauchen so circa 2-3 Minuten. Poke Bowl ist ein hawaiianisches Nationalgericht und im Grundrezept ist der Fisch eigentlich roh. Es ist hier nicht ganz so einfach, an guten rohen Fisch in Sushi-Qualität zu kommen. Also kann man schon, aber im Supermarkt Tiefkühlfisch zu holen ist einfacher, deswegen brate ich den kurz an. Schmeckt auch super, wenn ihr rohen Fisch wollt, dann achtet drauf, dass er gut ist und möchte auch nichts gehen. So, für den Sushi-Reis-Geschmack braucht ihr jetzt 3 Esslöffel Reisessig,
Falls ihr einen Asia-Shop habt, ist es dort höchstwahrscheinlich deutlich günstiger als im Edeka oder so. Einen Esslöffel Zucker. Und einen Teelöffel Salz. Genau, was ihr normalerweise auch noch machen könnt, ist vorher so Striche rein. So. Solange Regi auf dem Klo ist, nutze ich die Gelegenheit mit der Bitte, dass ihr, wenn euch das Video gefallen hat, einfach einen Daumen nach oben da lasst und außerdem den Abo-Button drückt. Und schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr noch mehr Engels Kitchen Videos sehen wollt und wenn ja, mit welchen Rezepten. Jetzt auch schon die ganze Arbeit an der Geschichte, das halt zu schneiden und zu kochen und so weiter. Aber je öfter man das macht, desto eher entwickelt man auch eine Routine, welche Dinge man irgendwie gleichzeitig machen kann. Dann geht das auch ganz schnell. Und jetzt kommt der Spaß an der Geschichte und zwar die ganzen Zutaten in der Bowl schön anzurichten und zusammenzuwürfeln. Erdnusssoße brauchen wir Erdnussbutter, am besten die aus 100% Erdnuss und dafür einfach 30 Gramm. Ich habe jetzt sehr dunkle Sojasauce, also wird das Ganze sehr dunkel. Wenn ihr normale nehmt, wird das Ganze heller, logischerweise. 2 Teelöffel einfach. Dann so circa 1 Teelöffel Limettensaft. Und da das Ganze, wie ihr seht, dickflüssig ist, müssen wir das noch mit Wasser verdünnen. So, ich habe da jetzt noch 3 Esslöffel Wasser dazu getan und rühre das so lange, bis es eine homogene Masse ist. Und dann habt ihr auch schon eure perfekte Erdnusssoße. Ihr könnt es natürlich noch abschmecken, wie ihr wollt. Das ist ganz klar Geschmackssache. Ich mache da keinen Zucker rein. Niklas macht manchmal noch Zucker rein. Die Schüssel für heute Abend bekommt jetzt schon die Soße. Das tue ich dann einfach so komplett in den Kühlschrank und esse das dann heute Abend. Ihr könnt natürlich die Soße auch erst abends drauf tun, wie ihr wollt. Und die andere Schüssel tue ich gleich noch in eine Meal Prep Dose, also in eine Butterwurstdose eigentlich nur. Und esse sie dann morgen. Und tue auch die zweite Hälfte der Soße erst morgen. Für den letzten Schliff mache ich jetzt noch Sesam drauf. Und fertig ist eure Pokéball. Den Tastigkeitstest mache ich erst heute Abend, wenn ich es esse, logischerweise. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns in 3, 2, 1. So, wie versprochen kommt jetzt der Tastigkeitstest. Es ist mittlerweile 5 vor 11 und... Jetzt ist Zeit für die Bowl. Ich hab so lange drauf gewartet. Ich wollte schon ein Stück Fisch. Mmh. Es schmeckt, aber das weiß ich schon, weil ich das oft esse, einfach überragend. Mmh. Eins der geilsten Gerichte auf der Welt, Leute. Ganz ehrlich. Ich liebe es einfach. Das Ganze kann man auch super leicht vegan machen, indem man einfach keinen Fisch, sondern Tofu nimmt. Ja. Und schon ist das Ganze auch vegan. Schmeckt überragend. Hier, oh, ich will jetzt schon aufessen. Aber nein, ich esse das jetzt gleich mit der Serie. Und hoffe, euch hat diese Episode von Engels Kitchen gefallen. Wenn ja, lasst bitte ein Like da. Abonniert meinen Kanal, schreibt in die Kommentare, wenn ihr mehr solche Videos wollt, denn dann produziere ich sie auch sehr, sehr gerne. Wenn ihr die Pokéball ausprobiert und auf Instagram postet, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr mich verlinkt. Und ich schaue dann vorbei, kommentiere das Ganze. Ja, das soll es auch schon mit dieser Ausgabe von Engels Kitchen gewesen sein. Ich freue mich aufs nächste Video mit euch.